Hallo zusammen, das ist Leon Mosima. Wir sind hier in Biel bei meinem Personal Trainer für den Sommer, Joey Vinas. Und heute machen wir ein Ganzkörpertraining ohne Gewicht. Das heisst, alle können mitmachen. Und ja, es fängt an mit einem kleinen Warm-up. Dann kommt der Hauptteil. Und dann kommt noch ein kleines Cooldown und dann wären wir schon fertig. Also, das Gewicht verlagern immer von Bein zu Bein. Das gesamthaft 12 Mal, das heisst 6 pro Seite. Also, jetzt drehen wir das Ganze noch auf die Seite. Wir starten wieder gleich, drehen ab und gehen in den Schwederschritt. Und das geht anschließend Seite wechseln und hier auch 6 pro Seite. Gerade Rücken haben, probieren. Jetzt kommt die andere Übung. Gehen wir runter. 1, 2, 3. Und dann strecken wir ganz durch. Wieder 1, 2, 3. Rauf, durchstrecken. Kurz heben und dann wieder. Das kann man 6 Mal machen. So. Genau, und dann, die Leute kennen es vielleicht vom Yoga. Gehen wir runter und dann so ein bisschen die Schultern durchstrecken. Genau. Führen, Schultern durchstrecken. Und so 6 Mal machen. So. Jetzt machen wir noch eine kleine Rotation für den Rumpf. Gehen wir ein bisschen Beine spreizen. Genau. Aber am Arm nachschauen. Jetzt kann man alles links machen oder alles rechts, oder man kann auch immer abwechseln, wahrscheinlich gleich. So, 6 pro Seite. Und ja, so ist eigentlich das Warm-up durch. Jetzt kommt der streng Hauptteil. Also jetzt kommen wir zum Kraftteil und jetzt machen wir eigentlich ganz einfach Squats, ohne Gewicht. Jetzt stehen wir ein bisschen breit her, Knie gegen außen, gerade Rücken und dann so einfach runter. Von denen machen wir 12. Und jetzt mit tief runtergehen. Gerade Rücken haben. Also die zweite Übung wäre dann eigentlich ein seitlicher Ausfallschritt. Dann gehen wir vom rechten Bein auf das linke Bein. Schauen, dass das Knie gerade ist. Körper drauf und dann wieder zurück, Abstoß. Explosiv Abstoß. Dann gleich anschliessend die Beine wechseln und genau das Gleiche.
schauen wir es auf dem Bein, wo man landet, stabil ist und sich neu gerade hat. Also jetzt gehen wir auf den Rücken, wir schauen, was das Mättchen oder irgendein Tüchli hat. Und dann legen wir hier auf den Rücken ab. Strecken die Hüfte auf, schauen, was der Bauchnabel eingezogen ist und immer angespannt ist. Dann tun wir ein Bein vom anderen führen, wieder zurück. Das immer abwechslungsweise. Am besten so weit führen, wie es geht. Umso weiter vorne, umso strenger ist es. Wichtig ist, dass der Bauch nicht so durchhängt, sondern immer die Spannung oben hat. Und da macht man 8 pro Seite. Also das wäre jetzt der erste Teil Unterkörper gewesen. Und jetzt gehen wir zum Oberkörper, kommen noch einmal 3 Übungen. Jetzt kommen eigentlich ganz normale Liegestütze. Das Wichtige ist, dass man schaut, dass es schulterbreit ist. Nicht zu breit, schulterbreit und einfach mit dem Oberkörper so anfangen, mit der Brust fast den Boden berühren. Und von denen machen wir 12. Dass hier der Rumpf immer angespannt ist. So. Und jetzt gehen wir weiter, etwas für den Rücken. Da legen wir auf den Bauch. Strecken da, also wenn wir die Arme auf die Höhe kommen wir auf mit dem Oberkörper, strecken die Arme vor, zurück, runter. Wichtig, die Arme gegen rauf zu strecken. Das kommt streng. Also jetzt noch die dritte Übung, eine sehr spezielle Übung. Und ja, es geht direkt eigentlich auch in die Schultern. Das Gute ist, man braucht keine anderen Gewichte. Aber ja, am besten zeige ich es einfach vor. Es sieht doch ein bisschen komisch aus. Wenn du so ins Viereck Bauch anspannen und eigentlich nur so mit dem Kopf Oberkörper zwischen die Hände. Und dann aufstossen. Sieht sehr komisch aus, aber sehr effektiv, würde ich meinen. Also, das war der zweite Teil für den Oberkörper und jetzt kommt noch der dritte und der letzte. Das ist für den Rumpf. Also, das ist jetzt eine Übung für den Rumpf, für die Länge des Rumpfs und für die Schultern. Und ja, am besten, man steht ans Ende des Mättchen zum Beispiel, geht man runter und streckt sich eigentlich so weit wie es geht und dann wieder zurück. Und das Wichtigste ist, was
also so die Hüfte nicht immer so macht. Sondern dass du stabil bleibst, die Hüfte eigentlich immer am gleichen Ort bleibt und dann einfach so zurück. Und das 8-mal. Das ist für die Stabilität das Stärken. Und im Hockey muss man ja auch bekomme ab und zu mal unerwarteten Check. Und dann so können wir stabil sein. Wenn man nicht in der perfekten Position ist. Wichtig ist einfach probieren, so weit wie möglich selber Challenge zu machen. Und dann wieder zurück. Gut. Gut, die zweite Übung wäre seitlicher Rumpfübung. Hier schon wieder auf die Seite. Schauen, dass wir schön in einer Linie sind. Bauch und Hüfte, was nicht so oder so macht, sondern gerade. Dann lüpfen wir hier das Bein und machen so 12 Übungen. Wiederholungen, sorry. Und das natürlich auf beiden Seiten. Das ist sicher auch noch Challenge, eben immer schön in einer Linie zu bleiben. Obwohl es hier oben mit dem Arm und unten schaffst. Ja, ich komme sicher jeden Tag hierher. Und dann haben wir hier eine Stunde, eineinhalb bis auch zwei, je nachdem, im Training. Und sicher so, was eben mit ihm, mit dem Personal Trainer, Joe Vinas, tue ich das allein machen eigentlich. Und dann kann man auch spezifisch auf meine Schwächen sicher arbeiten. Und ja, das ist sicher das eigentlich mein Alltag in letzter Zeit. Und eben mittlerweile kenne ich auch langsam das Business und weiss auch, was ich brauche. Und von dem her habe ich sicher die Saison, also diesen Sommer möchte ich mich gerne auf den Rumpf spezialisieren, weil ich da noch stabiler bin. Und natürlich einfach auch halt die Schwächen noch ein bisschen ausbessern. Mit der Kraft kann man immer zulegen. Die Frage ist halt einfach nachher, was man sie auch richtig anwenden kann und auch gleich noch nicht an die Schnelligkeit verliert. Von dem her ist sicher ein bisschen ein Mix von allem. Ja. Ja, es ist eben sicher eine besondere Zeit. Es hat, glaube ich, auch mit niemandem reden, der schon Erfahrung mit dem gemacht hat. Von dem her ist es schon noch schwierig. Aber ja, man hat sicher Gespräche mit den verschiedenen Clubs und da gehört man aus, eigentlich eben, sie warten eigentlich auch nur darauf. Es heisst ja auch, dann und dann fängt es an. Und dann für sie dann eigentlich auch wieder ein bisschen anfangen zu planen. Und den Rest kann ich eigentlich gar nicht gross beeinflussen. Und ich glaube, Deadlines setzen mich in dieser Krise ist noch schwierig. Von dem her, ja, ich bin mehr fokussiert und ja, hoffe, dass es irgendwie mal einmal heisst, ja, irgendwie eben Oktober oder September fängt es wieder richtig an. Und dann werden sicher auch Mannschaften dementsprechend anfangen planen und Transfers machen oder eben auch nicht. Optimistisch muss man eigentlich immer sein, aber ja, es ist jetzt nicht, erstens bin ich nicht der Einzige, was es betrifft. Zweitens, es ist auch, eben, es geht allen so, auch in der Privatwirtschaft und ja, ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist eben positiv bleiben. Und man sieht ja eigentlich, fast Woche für Woche geht es wieder vorwärts. Und das ist natürlich auch gut für mich oder auch für allgemein, wenn es vorwärts geht und die Zahlen sinken. Dann heisst es, irgendwann gibt es vielleicht auch mal ein Ende und dann kommt auch wieder Normalität rein.
So, jetzt kommt noch der entspannende Teil, Cooldown. Es sind 5 Übungen und ja, da kann man ein bisschen runterkommen. Also, dann hocken wir ab und dann eigentlich ganz einfach zum Beispiel das rechte Bein strecken, das linke anziehen, nicht zu fest hinten schliessen, weil es gerade eine schöne Spannung drauf ist und dann hier so 30 Sekunden bleiben. Und das beide Beine wechseln. Schauen, dass immer so eine Grundspannung drin ist, aber einfach hier auch nicht zu fest, weil die Muskeln sind müde, muss man sie nicht noch hinten ziehen. So, dann hier aufrecht hocken. Vordere Beine strecken, das andere hinten ziehen. Hier schauen, schön ruhig schnaufen, wirklich eben Cooldown runterfahren. Genau. Wenn wir das gemacht haben, können wir das Hinterbein wieder hier hernehmen und schauen, wie man vorne kommt. Und so wie die meisten Hockeyspieler kennen, können wir sie nicht ganz führen, wie ich zum Beispiel. Natürlich kann man auch unten am Knödel haben. Einfach auch hier wieder schauen, dass eine Grundspannung da ist, aber nicht das feste Reissen. Und das eben auch beidseitig wechseln. Und das Wichtigste eigentlich eben, wie ich schon gesagt habe, ist das Schnaufen, tief schnaufen, runterkommen. Und genießen, bis jetzt das Training fertig ist. Dann können wir auf den Rücken liegen und hier das eine Bein übernehmen und schauen, dass beide Schultern gleich noch am Boden sind. Und hier das Bein kann man aufziehen. Beidseitig auch wieder. So. Und dann haben wir noch für den Oberkörper. Ui. Da können wir eigentlich an die Wand stehen. Und dann hier so rüber schauen, dass hier eine gewisse Spannung drauf ist. Genau, hier beidseitig. Thank you.
und hinten einfach probieren zu füllen oben. Drücken auf die Fersen. Ja, das war es eigentlich gewesen. Ich hoffe, es hat Spass gemacht und ja, grosse Ausrede hat er nicht, das nicht zu machen, weil ich brauche kein Gewicht. Also von dem her, viel Spass.